In diesem Video gebe ich Ihnen Tipps, wie Sie die siebenteilige Stabübung möglichst effektiv ausführen und versteckte Fehler vermeiden. In der siebenteiligen Stabübung geht es um das Erleben des physischen Körpers, um den Raum zwischen rechts und links. Darum fassen Sie auch den Stab bitte schulterbreit an und bewegen die Hände in diesem Bereich. Wenn Sie den Stab breit anfassen, dann wird es schwierig, ihn auch wirklich gerade zu halten, ohne dass er sich extrem verbiegen müssen. Bei der siebenteiligen Stabübung wird der Körper ständig verdreht und er versucht, diese Verdrehungen, wenn möglich, auch irgendwo zu vermeiden. Er macht das dann so, dass er zum Beispiel den Ellenbogen draußen lässt oder die Handgelenke umbiegt oder die Finger verschieden benutzt. Und darum erlauben Sie sich doch hinzuschauen. Sind die Ellenbogen gerade? Sind die Handgelenke durchgestreckt? Strahlen die Finger in den Raum über den Stab hinaus? Und ab und zu kontrollieren und dann wieder weiterschauen. Mit der Zeit haben Sie das im Körpergefühl dann auch drinnen. Beim vertikalen Ausrichten des Stabes gibt es vier grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, wie der Körper versucht, uns zu suggerieren, dass alles schon optimal ist. Beim ersten Fehler positioniert Ihr Körper den Stab in der Mitte, aber er verdeckt Ihnen den Blick aus dem Herzen. Darum Stab auf die Seite, damit Ihr Herz frei nach vorne schauen kann. Beim zweiten Fehler erfüllen Sie die Aufgabe Stab gerade wunderbar. Aber auf sich selber und dass es Ihnen gut geht und Sie gerade und aufrecht sind, das stellen Sie in den Hintergrund. Beim dritten Fehler, da achten Sie mehr auf sich selbst. Sie sind gerade, Sie lassen sich doch nichts beugen. Aber ob das jetzt, was Sie tun sollen, ganz genau durchgeführt wird, das ist Ihnen in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Der vierte Fehler, der sich gerne einstellt, ist: Ich bin gerade, der Stab ist gerade, aber die Arme weichen nach oben aus. In der siebenteiligen Stabübung geht es um diesen Raum und um die Verdrehungsmöglichkeiten, die hierin bestehen. Und achten Sie darauf, dass Sie wirklich die eine Schulter zurücknehmen und die andere vor und dass die Wirbelsäule gerade bleibt bei der Verdrehung. Also Sie gehen aus der horizontalen, nehmen die obere Schulter zurück, die linke nach vorne und die Wirbelsäule bleibt gerade oder streckt sich sogar noch extra. Und wenn Sie das machen, dann achten Sie darauf, dass jetzt nicht die Verdrehung hier in den Schultern dann die Hüften einfach mitnimmt. Weil dann hat der Körper wieder ausgeglichen, um hier keine Spannung aufzubauen, denn da unten lässt sich alles sehr einfach verdrehen. Die Hüften bleiben gerade, die Schulter geht zurück. Das heißt, instinktiv muss diese Hüfte fürs Gefühl sogar ein bisschen nach vorne kommen. Die siebenteilige Stabübung ist eine Verdrehübung. Der Körper sucht Entspannung und er findet dadurch alle möglichen kleinen Schummeleien. Aber verbinden Sie es doch. Bauen Sie doch die Spannung auf und dann spüren Sie so hinein, dass Sie in der Entspannung anfangen können zu entspannen. Und wenn Sie rübergehen auf die andere Seite, Spannung aufbauen, die Spannung spüren und durchs Hineinspüren fängt sie an, sich zu entspannen im ganzen Körper.
versuchen Sie das durch die ganze Übung hindurch so zu pflegen, dann wird gerade diese Drehübung auch eine Entspannungsübung auf hohem Niveau.